Und damit herzlich willkommen hier bei mir mit einer weiteren Folge 7 Days to Die und der Mod Age of Oblivion. So, wir haben Tag 7. Ja, hallo. Und wir waren bei der guten Yen und haben da unser Dingens da erfüllt. Viel war es jetzt eventuell hier, weil wir doch etwas weiter von zu Hause weg sind. Vielleicht hier was Neues war eben anzufangen oder zumindest mal eine Bleibe zu suchen und hier ein bisschen uns Richtung Westen zu bewegen. Wir haben nämlich hier schon Stufe 1 säubern, sehe ich gerade. Aber Stufe 1 Gebäude will ich jetzt nicht, wer weiß. Wer weiß, genau. Auf mein Fahrrad. Hä? Hallo? Fahrrad? Ah. Andere Seite reingekommen, jawohl. Ja. Ja, das Spiel ist jetzt natürlich schon eine gewisse, hat ein gewisses Alter und durch die Mods wird es natürlich interessant, zumindest für mich. Ich hoffe auch für euch. Ich bin ja jetzt noch ein sehr kleiner Kanal, deshalb ist auch die Resonanz nicht so groß, aber mir macht das Spiel einfach zu viel Spaß, dass ich jetzt sage, nö, mach nicht weiter, und einige sind ja dabei, die wirklich auch schon mal reingucken, dann freue ich mich auch, und dann dafür nochmal ein herzliches Dankeschön, und für die anderen, die mich noch nicht abonniert haben, kostet nichts, hilft mir ein bisschen, ich mache das Ganze jetzt schon seit 2 Jahren, und ihr seht ja, großartig. Ich bin schon recht weit. Ja, klar. Verhältnismäßig. Nee, bin ich nicht. Vergleiche mich da immer gern mit anderen, die nach 3 Monaten schon 1000 Abonnenten hatten, aber die sind vielleicht auch interessanter von ihrem Gespräch her oder von, ja, von dem, was gemacht wird. Andererseits, ich mache das, was mir Spaß macht, und ich glaube, darauf kommt es auch an. Ne? Also ich, hier werde ich kein Millionär werden. Was bist du für einer? Ein Merkwürden. Es ist noch kein Fasching, aber noch. Boah. Aber es ist nicht mehr lange bis dahin, ne? Ja, hat der Designer ganze Arbeit geleistet hier. Genau, also ich werde hier kein Millionär mit dem Kanal, aber es macht Spaß und ich freue mich immer sehr gerne über eure Kommentare und über eure Klicks und über eure, ja, Freundlichkeit. Danke. Muss ja auch mal, nee, muss nicht, ich möchte das gerne mal gesagt haben, dass ich mich freue, wenn ihr euch freut. So, das war's. Ja, komm, wir machen das. Ja gut, das hier ist natürlich jetzt nicht unbedingt das Gebäude, das ich haben will. Das gehen wir suchen, wenn es wieder schönes Wetter ist. Wenn es wieder schönes Wetter ist. Und man kann hier Deutsch lernen. Also deutsche Grammatik. Deutsch kann ich ja ein bisschen, aber die Grammatik, ja. Wie auch immer, ist egal. Fackel nehmen wir mal mit. Licht kann man nie genug haben. Obwohl ich ja hier wirklich sehr viel Licht habe in dem Spiel. So, da kommt einer. Jawohl. Und hat noch einen mitgebracht. Genau, wir haben mittlerweile Level 3 Baseballschläger. Der ist richtig gut. Den nehmen wir mal mit. Will versuchen, nicht allzu viel zu looten. Ist das laut, das Gewitter? Bei mir ist es laut. Bisschen Kohle. Das hier würde ich dann auch mal mitnehmen, wegen Plastik. Ja, aber ich bin hier tatsächlich schon begeistert von der Mod, weil es so viel zu entdecken gibt. Allein das, was ich an Garten hier anlegen muss, um das alles zu sehen, was es gibt, das ist schon klasse. Gefällt mir aber. Ich mag das. Und
Deshalb möchte ich schon gucken, dass ich irgendwo eine Base hinbekomme, die dann auch längere Zeit bleibt. Warte mal, ich kann mal eben noch mal gucken. Wo ist denn hier die Mitte? Wir sind hier schon relativ weit am östlichen Rand. So, warte, ich zieh mal. Eins. Zwei. Drei. Hier, ne? Hier. Oder wird die Mitte hier. Ah, der geht von der Mitte aus? Ach, stimmt. Warte mal. 3, 2, 1. Hier ist schon die 0. Da wäre hier die Mitte von der Karte. Ist das richtig? Ja, klar. 0 Ost, 0 West. 0 Ost, 0 Süd. Ja, das ist ja gut. Da würde ich mir hier in dem Bereich tatsächlich eine Bleibe suchen, die danach dauerhaft das Hauptgebäude wird. Und rundum, so wie hier jetzt halt, das ist zwar jetzt schon sehr nah, aber ein Grund für hier ein gutes Gebäude zu suchen. Was wir dann nach und nach dann ausbauen. Das müssen wir natürlich erst cleanen. Wird dann wahrscheinlich ein Dreier- oder Vierer-Gebäude sein. Den müssen wir nur säubern, ja. Ist ja nur eine Einser. Wenn es jetzt aufhört zu regnen, werden wir die ganze Stadt hier mal abfahren. Und dann ein fertiges Gebäude suchen, das wir dann nach und nach umbauen. Das, was ich jetzt hier gebaut habe, da unten, das war ja schon mal für den Anfang, ja, ganz gut. Umziehen werden wir aber erst dann, wenn wir ein Fahrzeug haben, wo auch was reinpasst. Das mache ich dann sowieso offline. Aber das ist jetzt das Ziel erstmal. Mitten auf der Karte eine Location. Dann noch im Grün ist gar nicht so, so übel. Ich hasse diese Decken, ne? Kriege ich mal einen Herzinfarkt, so einen halben. Sind wir durch? Ne. Wird mir aber irgendwo noch was angezeigt hier. Das an. Ah, ich habe so einen 3D-Sound auf dem Kopfhörer. Den hört ihr leider nicht, aber ich höre ihn. Der ist gigantisch. Also 7.1 simuliert. Das kann der Ding hier, ne? Ich hoffe nur, meine Stimme ist gut genug. Aber ich habe so Resonanz gehört, es soll eigentlich recht gut sich anhören. Für ein Headset. Ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem großen Mikro. Da wird es auch nie rankommen, weil das doch recht klein ist und hat keinen Kondensator. Ich weiß aber auch, mit Sicherheit gibt es Mikros, Headset-Mikros, die auch eine wahnsinnig gute Qualität haben, die entsprechend verstärkt werden. Aber so viel Geld wollte ich nicht ausgeben, ehrlich gesagt. Hier ist noch ein Geheimfach. So, der Krach ist vorbei. Haben wir nur ein Problem. Wir haben natürlich jetzt hier keine Nägel und gar nichts. Ich muss dann hier eine Schmiede aufbauen. Ah. Warte, lass mich mal gucken. Wie heißt diese Werk? Schmiede. Ne, erstmal eine Schmiede. Ach ja. Ich muss gucken. Pass auf, wir suchen jetzt erst ein Gebäude. Ich habe da jetzt Bock drauf. Man weiß nie, ist das jetzt wirklich ein Bär oder ist das wieder so ein. Was ist denn da mit Waffe? Muss man wieder ein bisschen aufpassen hier. Ah, die sehen schlimm aus, ne? Aber sind. Echt harmlos. Ihr liebe Leid. Oder hier ist gut gelungen jetzt noch als Zombie, ne? Noch einer. Hat der jetzt was gebracht? Nee.
Das war schade. So, haben wir hier noch ein bisschen. Was für ein Hundi? Lass mein Hundi in Ruhe hier. Ich glaube, es geht los. Gut, ich habe noch keinen. Was will denn der überhaupt? Was kann ich denn dem anbieten? Der guckt aber böse. Zwei Dosen Hundefutter. Hundefutter. Laufen die da mit ein? Das muss ich noch ausprobieren. Unbedingt. Ja, den meisten nehmen wir mit. Ja, das Problem wird hier sein, ich werde dann doch mal ein bisschen hin und her fahren müssen, weil um Kisten zu bauen. Wir suchen jetzt erstmal ein Gebäude. Ja, da müssten wir die jetzt aber auf Stufe 2 hochpushen. Das ist dann schon schwierig, muss ich schon mal sagen. Ja. Also, machen wir jetzt folgendes. Wir fahren jetzt mal definitiv Richtung Westen. Dass wir die Umrisse von der Stadt mal durchbekommen. Oh, das, wie sieht denn das hier aus? Das ist ein sehr interessantes Ding. Das hier ein Komplex. Vielen Dank auch. Mir ist nichts passiert. Danke für das Mitgefühl. Das schauen wir uns jetzt mal an. Das hier ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Oder das da hinten, das ist ein bisschen größer. Hier könnte es wieder eng werden mit den ganzen Werkbänken. Auch mal, glaube ich, gar nicht gucken. Seitdem wir schaffen eine Verbindung, aber das ist dann wieder zu weit. Ja, das sieht gut aus. Da könnte man nämlich hier die Brücke, die Treppe. Noch ein Hundi, der gefällt mir noch sogar noch besser. Sieht nicht ganz so aggressiv aus wie der andere. Oh, und hier ist ein Bunker irgendwas drunter. Na, wie dem auch sei. Wir gucken uns das hier mal an. Ist jetzt von der Größe her auch nicht ganz so. Aber wir haben hier. Na gut, hier können sie hoch. Da muss ich hier. Das hier ist Lehm oder ist das Steine? Stein. Das müsste ja rundherum ganz viel weghacken. Weiß ich nicht. Ist jetzt nicht so gut, glaube ich. Wir können ja mal reingucken. Essen müssen wir was. Gut, wenn wir schon mal hier sind, ne? Alter. Ah, ging jetzt hier auf. Offensichtlich. Schöner Balkon. Was ich aber jetzt gerne wissen will, was das für ein Bunker ist. Wenn es einer ist. Ja, wäre es auch zu klein hier, ne? Bunker wäre natürlich nicht schlecht, ne? Sag mal, ist, wenn das hier so ein Gebäude ist, ist das hier. Möglicherweise der Zugang zu dem, was da unten sein soll. Ah, da geht es noch aufs Dach, sehe ich gerade. Dann ist da oben der Hauptloot. Oh, schöne große Dachfläche haben wir hier. Hier hätte ich dich getroffen. Ja. Kein Hauptblut.
Oder da? Ne, oben. Da komme ich nicht hoch. Nee, ist das vielleicht doch... Ja, ich bin hungrig, ich weiß. 80 und 80 Gesundheit. 160 und 50 Gesundheit. 175, da können wir erstmal das. Es gibt jetzt wieder jede Menge Gespräch und Musik oder irgendwas. Kann ich aber mitleben. Mittlerweile. So, da haben wir gemacht. Das ging, glaube ich, hier auf. Ne? Und steht Hundi. Ja, hier ist aber jetzt irgendwie kein... Das ist kein Hauptblut zu finden. Also, was heißt, ich will mir das jetzt angucken hier. Ein Topf nehmen wir mit. Das ist eine Bombe. Das ist eine Bombe. Soll ich die von hier aus mal auslösen, damit das erledigt ist? War keine gute Idee. Ich habe nämlich keinen Feuerlöscher dabei, oder? So, ich wollte dann sowieso weiter, ne? Gut, da brennt aber höchstens die Hütte hier ab, aber der Bunker, wenn es einer ist. Was ist eigentlich Beton? Das sollte normal nicht brennen. Ich kann es vergessen, dass hier... Ey, das sieht richtig gut aus, ne? Mein Thumbnail. Ach. Irgendwie funktionieren meine Thumbnails hier nicht mehr. Bei dem Spiel. Da hängt es an YouTube. Ach, an YouTube sage ich, an Odis. Obis. Wo kommen wir denn hier rein? Lass das zu dem auf dem Hund rumhacken müssen. Der Fluffy. Ich habe kein Futter, tut mir leid. Wie kommt man hier normalerweise rein? 3000. Ich will jetzt hier rein. Das ist eine Aussparung. Oder kommt man da raus? Kann aber auch sein, dass man da rauskommt, ne? Oh, der hier sieht auch so ein bisschen... Hat ein bisschen was vom Husky, ne? Was ist denn du für einer? Ist er so gut angezogen aus? Drei Fertigkeitspunkte nehmen wir gerne. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie ich da runterkomme. Was mit dir? Ich sitze so darum. Kommen wir da vielleicht von oben irgendwie rein? Ich will das jetzt wissen. Gut gemacht. Es gibt hier mit Sicherheit einen anderen Zugang. Das macht das schon wieder an einem Hund. Lass den Hund in Ruhe. Also hier gibt es mit Sicherheit einen anderen Zugang. Weiter unten. Oh, das wäre natürlich auch ein schöner Bunker. Oh, aber wir sind schon wieder überladen. Okay, komm. Weiter. Wir suchen jetzt nach einer Location, dass wir unser Zeugs hier mal ein bisschen irgendwo hin können lagern. Und sieht interessant aus. Ich wollte nach Westen eigentlich, ne? Um zu gucken, wie groß die Stadt, aber ich glaube, die hört jetzt hier schon auf, ne? Ja. Schön, wie du lachen kannst. Hier ist tatsächlich Ende. Aber die Zeit machen wir uns jetzt. Es ist 19.04 Uhr. Es wird eh Zeit, dass wir dann was finden. Und hier ist schon mal Eisen. Das werde ich jetzt schon mal direkt markieren.
So, Eisen. Ich werde vielleicht sogar schon ein bisschen mitnehmen. Komm mal her. Gerade nur so ein bisschen. Da kann man nämlich Eisentüren, glaube ich, von bauen, zumindest schon mal. Nee. Nee. So. Zwei Klötze hier hin. Haben wir ein bisschen Holz da, da können wir die verstärken. Wir haben zu wenig Holz. Nehmen wir den Baum eben mal kurz mit. Dann haben wir hier zumindest schon mal Eisen. Das können wir dann schon mal markieren. So, dann sollte ich vielleicht schon mal ein paar Chrysanthemen mitnehmen. Da haben wir jetzt auch keinen Kochtopf, wir haben gar nichts. Also es wird uns nicht so wirklich viel überbleiben, als doch nochmal nach Hause zu fahren. Ja, 1923, das ist eigentlich noch Zeit genug, weil ich ja nicht so Zeit hier nicht so schnell vergeht. Halb so schnell quasi. Wie normal. So, jetzt fahren wir nach Süden runter. Ja, ist ja bald Fasching, ne? Ich habe volles Verständnis. So, jetzt Shotguns. Der sieht gefährlich aus. Aber die sehen alle nur so aus. Da ist Shotguns. So, da fahren wir hier. Ah, das Silo mag ich eigentlich auch nicht wirklich. Als solches. Gegessen hatten wir ja. Ja. Das hier ist wahrscheinlich das Holz. Ist mir aber auch... Nee, wenn, dann sollte es schon einen zweiten Stock haben, den wir dann abriegeln können. Sorry. Ich denke, wir haben Essen, haben wir dabei, aber wird nicht sehr lange halten. Oh, hier ist ja wirklich jetzt überhaupt nichts Gutes an Gebäuden, ne? Ah. Ja. Ich habe so eine Mission rum. Das ist ein Holzhaus. Das hier ist natürlich, sieht natürlich gut aus. Ist eine bisschen zu groß. Das ist aber aus Stein. Ist das die Schule? Nö. Doch. Ist eine Schule. Doch, das ist die Schule. Das ist wieder ein bisschen zu groß. Das ist auch ein Vierer. Da will ich jetzt nicht unbedingt... Ja, das ist die Schule. Die ist ein bisschen zu groß. Furchtbar, ne? Oh. Dann machen wir es so. Ich fahre jetzt zurück. Nehmen wir noch eine Mission. Alles gut, alles gut. Ja, die, als die das erste Mal aufgetaucht sind, habe ich mich erschrocken. Ich kann es dir sagen. Der kann schon mal laufen. Ist ja auch schon mal was. Schönes großes Wasser. Fates Motel. So, ja, die interessanten Gebäude kommen jetzt hier in der Innenstadt. Geradeaus, das sieht doch schon gut aus. Ein Beavers Restaurant, ein Kopf. Hä? Kann das sein?
Immerhin schon mal 1200 als Stein. Nein, das ist viel Arbeit. Will ich nicht haben. Nein, nein. Hier ist eine gut überschaubare Größe. Eigentlich schon fast zu groß, aber ein 1er Gebäude. Mal sehen, ob das als irgendwie als was denn jetzt? Haben wir jetzt schon den Hauptloot gefunden oder was? Will hier raus. War jetzt schon ja. Keine Ausdauer. Machen wir unser Fahrrad an der anderen Seite. So. Gibt es hier einen zweiten Stock? Nee. Ach nee, ich will aber jetzt nicht wieder auf das Dach ausbauen. Ach, ich sollte einfach mal die ganzen Bücher lesen, dann habe ich auch kein Übergewicht mehr hier, ne? Schade, ich hätte gerne noch ein Gebäude gefunden. Bevor die Nacht kommt. Hätten wir da schön können in der Nacht. Natürlich Antibiotika ist schon mal sehr gut. Beere, Samen, wir können Kürbis, jawohl. Robotik-Geschützturm. Das ging jetzt zu schnell. Der ist besser als das, was ich habe. Dann ziehen wir den mal an. Wenn wir auch mal demnächst was reinpacken müssen. Wie sieht denn hier wieder aus mit Essen und Trinken? Sehr gut. Ja, wir hatten ja das große Futter da reingezogen. Okay, also, Gebäude ist nicht verkehrt, aber es ist nur einstöckig. Also, definitiv nicht gut. Ich brauche einen zweiten Stock, wo ich den ersten kann abriegeln. Dort dann auch später Fallen reinbauen. So, das hier ist natürlich wieder viel zu groß. Oh. Opa, sei nicht so wählerisch. Ist mir auch zu viel Arbeit. Ich will das gar nicht so viel ausbauen jetzt. Oh. Gut, dass wir den Mod haben. Dass wir das Ding schon... Ja, da lacht er mich aus hier. Was sind das denn hier? Gehören die zusammen, die Gebäude hier? Gar nichts angezeigt. Haben schon mal eine Verbindung, also sind Lagerhallen, ne? Auch ein Edge. Darf gerne ein Haus sein. Wo ist eigentlich die hin? Wo müssen wir eigentlich hin? Darüber. Auch ein Fabrikgebäude. Das ist ein Gas. Ja, Oppenpilz ist auch ein bisschen. Was kommt da? Ich sehe es kommen. Es ist gleich 10 und ich habe keinen Platz, ne? Was habe ich denn da für ein Zeichen? Ja. Das ist sehr groß. Du Birdie, mal gucken, was das ist.
geht's echt gut, ne? Okay, wir werden jetzt, ich werde jetzt hier das Gebäude nochmal reingucken. Das einen zweiten Stock hat. Oh, nochmal so ein... Ich habe keine Ausdauer mehr. Nicht gut. Ah, ist jetzt kommen. Ich fahre gleich um 10 Uhr hier durch die Gegend. Und werde genascht. Gut, dass die nicht so viel Power haben hier. Ist doch bestimmt irgendwo ein Eingang. Oh. Da gibt es auch keinen zweiten Stock, weil das ist sehr hoch, das Gebäude. Oh Mann, also fahr mal. Was mache ich denn jetzt? Ich weiß echt nicht, was ich jetzt tun soll hier. Ah, das hat doch einen zweiten Stock. Das ist war irgendein Lager. Und ein Riesengebäude. Komplex. Ja, wer weiß, was noch kommt. Vielleicht können wir da unten die Fallen reinbauen. Für die ersten Hordenächte. Achso, da waren wir eben. Auch was, wo ich jetzt erstmal sicher bin für die Nacht. Lagerhaus. Oh ja, 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 ja. Ich verstehe. So, hier geht's schon mal hoch. Ja, hier ist jetzt natürlich noch ein bisschen was los. Immerhin dreier Gebäude. Raum. Geht's hier irgendwie hoch? Gucken wir gleich. Wenn ich nicht bin. Ein wenig in Sicherheit fühle, aber es ist auch kein zweistöckiges. Naja, es ist nur eine ziemlich hohe Lagerhalle. Schon 10, nee, aber nicht mehr lange. So, da geht es zumindest schon mal hoch. Also müssen wir jetzt diesen Gasleck hier mal zudrehen. Da könnte ich mich hier eventuell hocharbeiten. Da haben wir doch hier oben schon mal Sicherheit, ne? Oh, ganz toll. Zum Glück. Hat aber ein bisschen was gekostet, ne? Das sind zwei Stück von den Dingern da. So, das heißt, wir müssen jetzt erstmal die Gashähne hier finden. Gut drehen. Ja, oder? Ne, nicht darüber. Wir hauen uns hier, oder wir machen uns hier einen Weg.
Die müssen ja irgendwo zugänglich. Ach, da oben, ne? Beide? Jawohl. Gut. Müssen wir aber hier weghacken, ne? Oh, das ist auch nicht ohne, ne? Ach, 1000 geht noch. Dann haben wir doch noch was gefunden, zum Glück. Wir erstmal sicher sind. Hat mir jetzt noch gefehlt. So, ja, heilen werden wir jetzt nach und nach. Ach Gott, das ist Beton und Metall. Sie können sich zwar hochstapeln, aber okay, ja, 5000. Weiß ja nicht, wie es sonst machen soll, ne? Mal gucken, ob hier darunter hohl ist, aber ich glaube, da ist überall Beton drunter. Ah, das sieht gut aus. Ja, das dürfte gehen. Kann das sein, dass ich übers Geländer laufe? Dann muss ich das auch noch weghauen. Aber zwei Meter muss ich frei machen, sonst laufen sie da drüber, ne? Aber jetzt können wir uns gemütlich hier oben umgucken. Da werden wohl noch welche rumlaufen, aber die werden wir hoffentlich dann schaffen. Irgendwas, was wir trinken könnten. Wartet eh nix. Sind eh soweit. Hier, das gibt. Ne, irgendwas gab doch da jede Menge. Heilkram. Ah, da müssen wir die wirklich essen. Nahrung 5, Nahrung 2. Ja, die taugen alle nix. Die sind nur zum Kochen gedacht. Achtzig. Das passt doch. Hot. So ist meine Ausdauer jetzt weg. Ich glaube, es geht los. 6 Minuten. Hä? Zeug da hat gebrannt wie Feuer oder was? Und hat mir die Ausdauer geraubt. Ich kann hier oben weghauen. Sollten sie nicht hinkommen, ne? Okay, ich werde jetzt die Folge hier beenden. Das hier noch weghacken, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!